Morgen ist es endlich soweit, Leute. Das größte Derby in der Türkei findet statt. Und dieses Mal ist die Spannung auch komplett anders. Der Grund ist auch ganz klar. Seit Jahren konnten wir nämlich kein direktes Meisterschaftsrennen zwischen den beiden miterleben dürfen. Und dieses Jahr sieht das Ganze natürlich anders aus. Gala ist nämlich Stand jetzt auf dem ersten Platz mit 36 Punkten, dicht gefolgt von Fenerbahçe auf dem zweiten Platz mit 35 Punkten. Interessanter könnte ein Match in der Türkei gar nicht sein. Ich meine, es spielt einmal die Mannschaft, die die meisten Tore erzielt hat, gegen die Mannschaft, die die wenigsten Tore im Laufe der Saison kassiert hat. Feners Vorteil ist natürlich, dass sie zu Hause spielen. Galatasaray auf der anderen Seite hat aber die letzten 6 Ligaspiele gewonnen. Ich für meinen Teil sage, es wird ein knackiges 3:3. Ja, das sagt jetzt einfach so mein Bauchgefühl. Vielleicht habe ich auch einfach nur Durchfall. Spätestens morgen Abend sind wir alle klüger. Das Video ist aber an der Stelle noch nicht vorbei. Ich habe nämlich nach euren Prognosen gefragt. Die blende ich im Anschluss ein. Vergesst aber nicht, den Kanal zu abonnieren, wenn ihr mehr solche Videos sehen wollt. Ich bin aber somit raus. Peace. Ich denke, Fender wird 2:1 gewinnen. Ich denke, dass gerade das Spiel so 3:2 gewinnen wird. Aber wäre auch möglich, dass die Chicago Bulls so 8:0 gewinnen. Oder ganz easy. 3:1 für Gala. Easy. Cardi 2 Tore, 1 Tor Mertens. Knackiges 3:1 Finish.